mein Name ist Jens-Steffen Grünhagen. Ich bin 28 Jahre alt, staatlich geprüfter Betriebswirt. Wir befinden uns heute in Wernikow, das ist im Nordwesten von Brandenburg. Unser Betrieb ist seit 1991 ein Familienbetrieb. Wir wirtschaften aktuell 1800 Hektar Ackerland, wovon wir 400 Hektar in Naturlandrichtlinien bewirtschaften, also auf ökologischer Basis. Das ist mein Betrieb und seitdem ich angefangen habe, hier zu wirtschaften, ist das Thema Boden sehr weiter in den Vordergrund gerückt. Der Enterra-Scan ist eine der größten Innovationen in der Landwirtschaft, die ich aktuell auf dem Markt sehe. Denn wir sprechen hier nicht davon, dass es vielleicht das neueste Blech ist, sondern es ist eine andere Art, eine Bodenprobe zu nehmen. Und auch eine andere Art der Datenverarbeitung. Denn viele der Nährstoffe gehören in ein Verhältnis zueinander, aber auf dem richtigen Boden. Jetzt können wir das maschinenlesbar machen, müssen uns nicht mehr auf die Erfahrung oder auch das Wissen von vor 100 Jahren beziehen, sondern können maschinenlesbar erkennen, an welchem Ort müssen wir was düngen, damit wir den optimalen Erfolg haben. Und infolgedessen Applikationskarten zu erstellen, die mir als Betriebsleiter eine Menge Geld sparen, aber auch der Umwelt was sehr Gutes tun.